Hallo ihr Lieben, ja und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Cyrils Brettspiele. Ja, und heute gucken wir uns mal wieder in meiner Fast-Forward-Serie etwas an. Heute aber etwas Besonderes, und zwar heute eine ganz, ganz kleine Schachtel. Sie spiegelt ein wenig, wie ich sehe, und das sind die Hanayama Cast Puzzles. In diesem Fall das Labyrinth. Das Ganze kommt von University Games, jedenfalls zu mir. Da steht noch eine andere Firma drauf, aber das lassen wir mal so. Das ist unter dem University Games Label ist das zu sehen. Und was ist das? Das sind zwei Ringe, die so ineinander gemacht sind, wie wir hier jetzt sehen. Nun ist die Schwierigkeit, dass dieser Ring hier eine Öffnung hat und theoretisch so rüber kann. Aber in dieser Öffnung, das könnt ihr jetzt nicht so gut sehen, sind kleine Zahnräder. Und auf diesem Ring ist ein Labyrinth. Und nun muss man das hier durchziehen und durchwackeln. Das Ganze kommt in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Und das hier ist Level 5. Ja, und ich muss sagen, Level 5 hat es in sich. Ich habe es lange hin und her probiert. Und das Witzige ist, ich habe es auch über Weihnachten schon probiert. Ich habe es nämlich schon zu Weihnachten bekommen. Ich hatte es mir mehr oder weniger zu Weihnachten gewünscht. Und es ist einfach toll, dass man diese sehr massiven, man hört das auch hier vielleicht gerade, wobei jetzt sind sie gerade wieder zusammengerutscht und dann kriegt man sie immer nicht so ganz einfach auseinander. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit, die dann jetzt wieder auseinanderzukriegen für die Dings hier. Aber man hört schon, die sind massiv. Das ist richtig heftiges, man sieht schon wie doll die runterfallen. Richtig heftiges Metall. Ja, und dieses heftige Metall hier, das muss man erstmal auseinanderkriegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat mich richtig, richtig lange gekostet, richtig viel Zeit gekostet, das auseinanderzufriemeln. Und das war absolut, sage ich mal, im Endeffekt das Geld wert. Wer auf solche kleinen Solo-Puzzle steht, man kennt das. Wir haben das schon in den 80er Jahren gehabt. Da waren das diese komischen gebogenen Dinge, die man so ineinander schieben musste. Aber das hier ist dann nochmal deutlich, deutlich wertiger gemacht, deutlich schwieriger auch als die anderen. Und es gibt keine einfache Lösung, die man nachgucken kann. Jedenfalls nicht so, wie ich mir das früher immer vorgestellt habe. Also, wer sowas mal rumpuzzelt, wer an sowas Spaß hat, der kann sich ruhig mal das Hanayama Cast Puzzle holen. Ich fand's gut, mich hat es beschäftigt, aber ich muss auch gestehen, für sowas sind natürlich Tage wie Weihnachten einfach genial. Denn an solchen Tagen hat man auch Zeit dafür. In diesem Sinne, das war's und bis zum nächsten Mal, euer Nils. Tschüss.